ihr, glaube ich, verpasst. Ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen meckern, dass ich das nicht gucken soll. Ich gucke es mir aber trotzdem an. Ich habe 46.000 Euro Schulden, Denergy. Ich kenne ihn, er macht Musik, er hat damals Parodienvideos und sowas gemacht gehabt. Das will ich mir mal angucken, wie die Schulden zusammenkamen. Und danach gucken wir uns noch ein Video von ihm an. Irgendwas mit 100.000 habe ich gelesen. Gucken wir mal rein. Habe ich es geschafft, in 10 Jahren 46.000 Schulden zu haben? Es fängt alles damit an, dass ich als 15-Jähriger YouTube angefangen habe, mich als Frau verkleidet habe, sehr oft als Frau verkleidet habe, osmanische Schelle wieder zugeben. Ich habe auf YouTube hochgeladen, wie ich gesungen habe. Über die nächsten 10 Jahre habe ich fast über 1.000 Videos auf YouTube hochgeladen. Viele kennen auch wahrscheinlich diesen Song hier. Hoch vor der Sonne. Meine kannst du es nicht? Fast 800.000 Abonnenten erreicht. Ich habe die Liebe meines er hat mehr Abonnenten als ich, Lul. Des Lebens getroffen und alles scheinte eigentlich perfekt. Ich stand auf großen Bühnen, ich hatte Geld, ich hatte Freunde, bis ich gemerkt habe, dass sowas nicht für ewig ist. Die Liebe meines Lebens hat mich verlassen. Ich verfiel in Depressionen, Freunde haben mich verarscht, mein YouTube-Kanal lief nicht mehr und schon kamen die ersten Rechnungen. Und jetzt sitze ich hier, während hier gute Nacht, Herr Dad. Reste von Essen sind, die ich mir bestellt habe mit den letzten 10 Euro, die ich hatte, weil ich einfach zu faul und tot bin, aufzustehen aus meinem Bett um 17 Uhr, damit ich rausgehe und mir was einkaufen gehe und was koche. Ich bin einfach... Es tut mir wirklich leid für ihn, aber wir gucken mal, was er verbockt hat. Gucken wir mal. Einfach zerstört. Die ganzen letzten Jahre haben mich wirklich auseinandergenommen und da mein Kanal auch nicht lief und so, musste ich so viel nacharbeiten und jetzt kommt erst alles auf... Xpil schreibt rein, Promo safe, Bro, ja, aber es ist ja trotzdem ein Fakt, dass er Schulden hat, Bro. ...mich zu, als der Anruf kam von meinem Steuerberater und gesagt hat, yo, das Kind ist in den Brunnen gefallen, du bist am Arsch. War Nein. Das so wie ein Kopfschuss, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich in Videos weiter lächeln soll, in einem Songs in Real Life von einem Format von mir weiter kreativ sein kann, wenn ich jeden Tag aufstehe und von allem gefickt werde, von hinten, von vorne, alles und so. Und gleichzeitig muss ich in der Kamera sein und sagen... Sey, sowas kann ganz schnell gehen. Also sie hat gerade reingeschrieben, als ob er auf einmal viele Schulden bekommt. Pass auf, Sey, wenn du selbstständig bist, als YouTuber oder was auch immer, es ist in jedem Geschäft so, und deine Steuern nicht vernünftig machst, und dann die Nachzahlung nicht zahlen kannst oder nicht beweisen kannst, wo du Rechnung hattest, was du abgesetzt hast, was auch immer, kann das Steueramt, also das Finanzamt kommen und dir eine Schätzung reindrücken, okay? Die sagen dann zum Beispiel, hey, du hast in diesem Monat 10.000 Euro verdient und dann schätzen die, oh, wenn du in diesem Monat 10.000 verdient hast, dann schätzen wir mal dein Jahresgehalt auf 100.000. Scheißegal, ob du die anderen Monate eigentlich nur 1.000 verdient hast, deswegen macht eure Steuern immer vernünftig. Sehr viele YouTuber werden noch vertraut mir. Ich habe zum Glück immer Anschiss von meinen Eltern bekommen hier, dass ich alles vernünftig machen soll. Ich hatte 2017 nie viel Geld, 18 nie viel Geld, 19 nie viel Geld. Jetzt fange ich erst an, richtig Geld zu verdienen. Aber ich habe meine Steuern vernünftig gemacht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde in ein paar Monaten wieder nur... Ich will es nicht sagen, Bruder, die Leute werden es eh nicht glauben. Aber die Summe, die ich auf mein Konto habe, ist bald wieder alles weg. Ist bald wieder alles weg. Ich sag's euch, wie es ist. Ich lebe aber dennoch gut. Ich habe mein Auto. Ich muss nicht zur Schule gehen. Ich muss nicht arbeiten gehen. Ich stehe auf, wann ich will dies, das. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist alles gut. So ist das nun mal als Selbstständiger. Guck mal, AOK-Versicherung ist von 400 jetzt auf 600 gesprungen. Warum? Weil du selbstständig bist und mehr Geld verdienst. Sie schätzen halt immer dein Gehalt und setzen das immer höher an. Deswegen muss ich mich auch bald privat versichern. Trotzdem, Alhamdulillah für alles. Aber das ist dann der Fehler der meisten YouTuber. Die verdienen Geld, die geben es aus, machen ihren Steuerkram nicht, zahlen keine Steuern, dann werden sie in den Arsch gefickt. Und dann wundern die sich. Yo, was geht ab, Leute? Heute ich denke, dass es wegen Steuern war. Gucken wir mal, wie die Schulden zustande kamen. Ist wieder Babobam, ey, ja, lächeln und so. Obwohl es mir einfach scheiße geht. So. Und gleichzeitig muss ich auch Geld verdienen, damit ich irgendwie was erreichen kann, was Traum angeht oder allgemein. So. Das fickt einen komplett jeden Tag. Also ich bin wortwörtlich am Arsch, Leute. Und ich will es einfach hier rausschaffen. Ich kann nicht mehr sag mir doch mal jeden wie. Tag aufstehen um 17 Uhr und denken, okay, was fange ich mit meinem Leben an? Ich habe alles verkackt. Von Anfang an alles verkackt. Das hat mir jetzt nichts gebracht, dass ich weiß, dass du Schulden hast. Ich will wissen, wie die Schulden zustande kamen, dass du den Leuten was lehrst. Was hat mir jetzt diese zwei Millionen haben mir nichts gebracht, Bruder. Und mit jedem, nimm mir das nicht böse. Jedem Kollegen, die ganzen Stories und so. Jedes Mal nur Songs schreiben über ein Girl, über meine Ex-Freundin, was da alles passiert ist. Immer nur, wie sie mich gefickt hat. Ist im anderen Video, okay, wir gucken es danach. Immer das Gleiche, jeden Tag so. Ich will es öffentlich schaffen. Ich will euch zeigen, wie ich aus diesem Loch schaffe. Okay, dann gucken wir uns mal das Video an. Wir bleiben bei diesem Video, Rudi. Schneid das Video nicht raus. Wir gucken uns direkt das zweite Video an. Wir haben jetzt reingedippt und gucken uns jetzt, so habe ich 100.000 Euro ausgegeben, an. Gucken wir mal. Was geht ab? Ich habe gestern das krass gefunden, wie das ankam, das Video bei euch. Ihr mich supportet bei Instagram und so YouTube und ihr seht, wie ich mich fühle in dem Video. Ich habe sehr krass über meine Gefühle geredet und so. Und da wollte ich so einen kleinen Real Talk über ein paar Fragen machen, die noch offen sind, weil so viele... Alter, wie ich aussehe. So viele Leute
haben noch gefragt, so, yo, warum hast du so krass über deine Ex-Freundin geredet, wenn es eigentlich in dem Video darum geht, dass du Schulden hast und so. Wir gehen jetzt erstmal los. Ich mache mich jetzt ready so ein bisschen. Ja, ich glaube einfach... Gute Nacht, Jayla. Sport und so kann mich da auch einfach aus dieser Lage helfen. Ich kann mich nur aus dieser Situation rausholen, wenn ich mein Lifestyle verändere. Dann suchen wir uns gleich eine frische Ecke. So, sorry, dass ich euch jetzt ein bisschen komisch halten muss, aber... Okay, hallo? Boah. Ich weiß nicht, ich habe das Video von Unge gesehen gestern. Der hat halt auf mein Video reagiert, was ich gestern gepostet habe, wo ich darüber geredet habe, wie es mir geht und so. Also es war sehr emotional und nicht wirklich so mit Fakten so, woran es gelegen hat, dass ich so viel Schulden habe. Was habe ich ausgegeben? Und es müssten eigentlich so um die 100.000 sein, wenn man jetzt überlegt, okay, ich muss irgendwie 47.000. Rechnung zahlen ist ja nicht das Einzige. Wenn ich jetzt nicht langsam das zahle und dahin komme, dann wird es ja immer teurer so. Und die wollen meistens auch eine Vorauszahlung von dem Jahr, wo ich so viel verdient habe. Das heißt, es kommen irgendwie nochmal 12 oder 15 dazu. So, Versicherung will auch nochmal von mir 10, 15. Oh, also ich bin eigentlich... Ich will gar nicht in seine Haut sein, Digga. Ich bin 60.000, 70.000. Und ich habe damals, alter Tschüss, mein Leben in Form eines Autos. What the fuck, Digga. Ich habe echt viel Geld verdient, also 2018. Safe, 100.000, safe. Und wer sich halt mit Steuern auskennt, ich müsste safe, also das verdient. Digga, alle YouTuber haben sich dumm und dämlich nicht verdient. Was 100.000 ist jetzt vielleicht in unseren Augen viel, auch in meinen Augen ist es sehr viel Geld. Aber auch ein Danager, Digga. Ich habe 2018 nicht mal zu 70% erreicht am Monaco. Was habe ich falsch gemacht doch in meiner YouTube-Karriere? Ich habe alles falsch gemacht, Digga. Haben, weil ich halt so viel Steuern zahlen muss. Was habe ich also mit dem Geld gemacht? Habe ich mir Autos gekauft? Was habe ich mir geholt? So, eigentlich kann ich sagen, dass ich mir nichts gegönnt habe. Sorry wegen der Überlichtung schon mal. Ich bin noch Amateur-Vlogger. Ich hatte halt so einen Job auf einem anderen Kanal, wo ich monatlich irgendwie 8.000 bis 10.000 Euro gemacht habe. Was für ein Job? Das war übel krass und das war genau in der Zeit, wo ich voll so... Hat er Ghostwriting für jemanden gemacht oder warum hat er 8.000 bis 10.000 Euro gemacht? Hat er für jemanden gecuttet oder was? Erst mal Geld verdiene, so mit YouTube und dann direkt so viel. Und dann war ich erstmal voll so, okay, ich hole mir jetzt erstmal eine krasse Penthouse-Wohnung. Einfach so, weil ich einfach dumm war und diesen typischen YouTube-Effekt hatte, wie jeder andere auch. Geld verdient mit YouTube und dann direkt ausrastet. Also, dass man hier immer alle in einen Topf schmeißen darf. Also, ich selber hab mich nie irgendwie... komischerweise, ich... hab nie diesen Fehler gemacht. Warum habe ich nie diesen Fehler gemacht? Liegt es daran, dass ich sehr gut erzogen wurde und meine Freunde an meiner Hand abzählen kann, dass ich nicht so ein abgehobener Bastard werde und mir alles erlauben kann? Ich weiß ja nicht. Ich werde 23 in diesem Monat. Ich lebe immer noch auf dem Dachboden. Meine Damen und Herren, was sagt ihr dazu? Du bist ja auch broke. Da war ja was. Aber ich war nicht so wie andere, die sich dann direkt Rollies holen. Die Rolli habe ich mir erst dieses Jahr geholt, mein Freund. Ich habe mir zwei geholt, habe mit dem ersten sogar Plus gemacht. Hör auf die Rollis zu schieben. Immer so die anderen YouTuber. Red nur über dich. Chill deine Eier, Danager. Red gerade nur über dich. Uns interessiert nicht, wie du über andere YouTuber redest. Es geht gerade um deinen Fehler. Also misch uns nicht ein. Wenn du YouTuber sagst, beziehst du auch mich. Hör auf damit. Und Autos holen? Nein. Ich habe weiter heftig gehasselt und Videos produziert. Das hat man auch gesehen. Und Autos holen? Ja, warum holen wir Autos, um Steuern abzusetzen? Immer dieses, Bro, das rückt uns alle in so ein schlechtes Licht. Ich hasse das, Bro, ich hasse das, Mann. Ich war voll ein Workaholic, so. Ich habe noch mehr Gas gegeben, was ja auch gut ist, so. Ich habe noch mehr Gas gegeben, als ich musste eigentlich, so. Ich habe mir sehr wenig gegönnt, was so Spaß angeht und kaufen und rausgehen mit Freunden. Ich war noch mehr am PC als vorher, noch mehr. Und einer schreibt gerade rein, Chat ist tot. Das liegt daran, dass wir nur noch 970 Subs sind und gerade 2000 Menschen zuschauen und die alle nicht reinschreiben können. Es liegt nur daran. Ihr macht die 1000 Subs heute voll, es sind noch 30. Hört auf, mich zu triggern. So. Hört auf, auch billig zuzugucken, Digga, was ist los mit euch? So fallen lassen. Ich habe ja früher Tanz unterrichtet, also ich habe ja Hip-Hop unterrichtet und Breakdance und habe Football gespielt und so. Das habe ich alles gecuttet, Alter. Nur damit ich dieses YouTube-Ding durchziehe, weil ich so krank überzeugt davon war, so. Ich war auf Geburtstagen nicht von meiner Familie, von meinen Cousins und meiner Mutter und so. Ich habe richtig viel geopfert, damit ich einfach aktiv bin. So traurig es sich ja auch anhört, so. Es ist die Wahrheit. Ja. Ich habe ein Penthouse gehabt. Wenn ich das jemand erzähle, ist er immer so, Digga, du bist so dumm. Jeder sagt mir das, du bist so behindert gewesen. Ich habe einfach 2000 Euro monatlich in einem Penthouse gewohnt. Mit Freunden, die halt... Wie viel? Du bist so behindert gewesen. Ich habe einfach 2000 Euro monatlich in einem Penthouse... Ja, oder 2000 Euro Miete ist hart. Und der kommt aus Hamburg, wa?
gewohnt mit Freunden, die halt keine Miete zahlen konnten, weil einfach 700 Euro irgendwo saß, so okay, 2000 Euro war für die einfach viel zu viel. Und ich war halt dann, okay, egal, ich mach das, wenn wir eine Crew sind und zusammen durchziehen und so und ihr das mit mir macht und so, dann läuft das schon irgendwie. Lief halt nicht. Die Jungs haben mir geholfen, aber irgendwie war einfach keine Energie da. Sorry, wegen der Überbelichtung, ne? Ich habe denen also viel zu viel Aufgaben gegeben und im Endeffekt war es auch natürlich auch meine Schuld, dass dann die Freundschaft so ein bisschen gelitten hat und ich halt unbedingt wollte, dass die auch durchziehen und so. Und dann war halt immer Minus. Die Videos liefen nicht. Der Hauptgrund war eigentlich auch, okay, ich habe mir keine Views, ich habe keine Views einfach mehr gemacht, so. Es lief einfach nicht so. Ich habe halt 18 so viel Einnahmen gemacht. Ich möchte jetzt nicht schlecht über Danny reden, weil ich habe wirklich seine Karriere nicht beobachtet. Ich weiß, dass der Musik gemacht hat, Parodien gemacht hat, die immer viele Aufrufe gemacht haben, aber auf sowas sich auszuruhen ist ein bisschen schwach, Bro. Weil du weißt ja nicht, wo du stehst. Gucken die Leute das wegen dir oder wegen der Parodie, wegen dem Clickbait? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich auch nicht schlau gemacht, deswegen will ich auch hier meine Schnauze halten, was es angeht. Aber ist auch immer ein Fehler von YouTubern. Die ruhen sich auf einen Hype aus. Weißt du, und das ist immer das Problem. Deswegen bin ich auch stolz auf mich immer wieder und kann nur glücklich sein, dass zum Beispiel unsere Videos angeguckt werden, ohne dass wir auf irgendwas hypen und so. An unsere Vlogs mit Osan jetzt, die wir gemacht haben, haben auch beide 250.000 Aufrufe. Ich habe zwei Monate nichts hochgeladen. Wenn jemand zum Beispiel auf Fortnite sich was aufgebaut hat, wie zum Beispiel ein MikiTV, auch kein Diss an ihn. Es hat mir sehr leid getan, dass er seinen Kanal geschlossen hat. Aber es läuft auf dem Kanal nicht mehr. Er hört auf, weil er sich auf ein Spiel ausgeruht hat. Ein Danergy hat sich auf seine Parodie oder seine Musik verlassen. Und dann Geld ausgeben. Und das ist immer das Problem. Du musst immer wissen, wo du stehst und was du machen kannst. Und danach gucken, ob du dir das wirklich leisten kannst. Ob das Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Es ist immer so einfach gesagt. Es ist immer so einfach gesagt, wenn man es nicht erlebt hat. Deswegen, na gut. Dass 19 und 20 gar keine Einnahmen mehr da waren. Also gefühlt nicht mal ein Viertel der Einnahmen, die ich 18 gemacht habe. Also 18 war halt schon krass. So, dass ich also alle Kosten von 18 weitertragen musste und irgendwann zahlen musste. Mein Steuerberater war da. Es ist auch einer der besten Steuerberater aus Deutschland. So, er benutzt auch, also er macht auch Stuff für Revi und so ein Shit. Aber ich war einfach verplant und gefickt von, wie gesagt, jetzt kommt. Ich sag's euch, wie es ist, Chat. Ohne meine Mutter, ich wäre so aufgeschmissen. Walla, ich wäre so aufgeschmissen. Ich bin auch sehr faul. Guck mal, wie läuft das bei den YouTubern ab? Erst ohne meine Mutter wäre ich böse aufgeschmissen. Ich wäre so aufgeschmissen. Es ist wirklich keine große Arbeit, seine Steuerkacke zu machen, weil ich bezahle einen Steuerberater im Monat und mittlerweile gibt's Programme. Jeder Steuerberater wird das so haben. Ich erkläre euch mal ein bisschen. Was ich machen muss, ist immer am Monatsende alle meine Einnahmen, die ich habe, eine Rechnung schreiben. Also nehmen wir mal an, YouTube hat mir Summe X überwiesen. Da muss ich eine Rechnung schreiben. So passiert. Steuernummer, Steuer-ID, matatak. Gibt's auch Programme für. Fertig, speichern, im Programm hochladen, dass der Steuerberater das in seinem Büro hat. Was noch? Dann muss ich alle meine Rechnungen, zum Beispiel wenn ich in den Urlaub fahre oder wenn ich mir Sachen kaufe, egal was ich mir kaufe, ich kann es ja absetzen. Ich bin ja Influencer, so, weißt du, was ich meine? Tank, Mang, Auto, dies, das, fotografieren die Bonks, hochladen. Mehr ist das nicht. Und dafür bin ich sogar zu faul. Hanne, wenn ich das die letzten Monate nicht gemacht hätte, Digga, die wollten 2017 mir einfach eine Steuerprüfung reindrücken oder 2018, weil ich meine Dinger nicht abgeschickt habe und nicht eine Unterschrift gesetzt habe, obwohl das eine Arbeit von 2 Sekunden ist. Und das ist das Problem. Ich wäre nur meine Mutter, ich werde 23, ich bin voll wie scheiße, Digga. Und dann kann ich es verstehen, wenn die verkacken. Weißt du? Guck mal, in der Hinsicht bin ich faul, ja, aber ich verprassle mein Geld nicht. Das habe ich immer gelernt, weil ich bin auch so aufgewachsen. Guck mal, nimmt mir das nicht böse, also ich glaube, ihr werdet das nachvollziehen können. Viele können auch viel labern, ihr müsst mir das nicht glauben. Meine Mutter hat mich allein erzogen, okay? Bis wann hat sie meine Mutter neu geheiratet? Ich weiß gar nicht. Bis ich 14 war, haben wir in einer normalen Wohnung gewohnt mit meiner Tante zusammen. Meine Mutter hat auch unsere Tante bei uns wohnen lassen, okay? Uns ging es finanziell nicht gut. Meine Mutter hat jeden Tag gearbeitet, Bruder. Jeden Tag gearbeitet, wie Sau. Deswegen weiß ich schon von meiner Mutter damals, wie man mit Geld umgeht. Hanni, ihr könnt mich nicht kritisieren für meine Uhr, die ich sofort verkaufe und plus mache. Ich weiß, für was ich Geld ausgebe und für was nicht. Okay? Wenn ich Geld ausgebe, dann für Essen. Oder für meine Brüder, die kein Geld haben, mit denen ich was essen gehe. Das ist immer easy. Wenn ich in den Urlaub fahre, mir einen Osan. Das mache ich aus dem Herzen, weil ich das Geld sowieso wieder raushole. Aber ich habe schon seit klein an gelernt, niemals Geld zu verpulvern. Weißt du, was ich meine? Wenn von beidem Geld gekommen ist, wenn vom Geburtstag Geld gekommen ist, immer gebunkert, Bro. Immer gebunkert. So. Ich bin faul in der Hinsicht, diese Steuern zu klären, weil mich Steuern einfach nur aufregen in Deutschland, Digga. Es ist einfach nur ekler, 50% abzudrücken. Sagst du, wie es ist, Digga? Aber was das angeht, habe ich mich immer im Griff gehabt. Schon mit 12, 13 habe ich bis besser im Griff gehabt als andere Leute in unserer Familie. Man muss immer alles wertschätzen. Man muss wissen, wie etwas funktioniert. Man muss wissen, was dieses Wert hat, was das ist. Deswegen verpulvert euer Geld nicht unnötig, Digga. Das ist sehr wichtig. Weiter geht's! Und die Gefühlsduselei, meine Ex-Freundin und so, als sie mich betrogen hat und meine Freundin. Gönn ich auch keinem, Dicker, gönn ich auch keinem, dass in einer Beziehung eine Dame oder wer auch immer fremd geht. Merke ich eine Sache, Dicker, wenn ihr eine Beziehung habt, geht bitte niemals fremd. Wenn ihr mit eurem Partner nicht klarkommt, dann macht einfach Schluss. Es gibt nichts Schlimmeres, du kannst einen Menschen nicht schlimmer verletzen damit, dass du fremd gehst, Bro. Es gibt nichts Schlimmeres. Adam Odun
Macht Schluss und gut ist, Digga. Die mich verlassen hat, ich in einen neuen... Trennung kann auch schlimm sein. Ja, Bro, ich hatte auch Depris. Weil ich im Nachhinein gecheckt habe, ich habe einen Fehler gemacht, blablabla. Aber jetzt, Alhamdulillah, mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Ich brauche niemanden. Außer meiner Familie, außer meine Twitch-Community und außer meine YouTube-Zuschauer brauche ich niemanden auf dieser Welt. Uns geht's, Alhamdulillah, gut. Lasst euch von niemandem runterziehen wegen etwas. Habt ihr mich verstanden, Digga? Wichtige Aussage. In Stadt war, in einer neuen Wohnung, in eine kleinere Wohnung gezogen bin, weil die Wohnung irgendwann viel zu teuer für mich war und ich irgendwann nur noch so, keine Ahnung. Allein Alhamdulillah in den Chat! Auch an die Christen im Chat! Wichtig und Alhamdulillah in den Chat! Genau das will ich jetzt sehen im Chat, Digga! Rein damit! Zoom-Skills vom Cutter! Rein damit! Wichtig! Genau so und nicht anders! Wir sind jeden Tag 22 Uhr, ne, nicht jeden Tag. Jeden zweiten Tag live auf Twitch um 22 Uhr. Schalt ein! Und 10.000 Euro. Ja, ich mag's, wenn der Chat ausrastet! Ja! Weiter geht's! Ein Konto hatte und ich dachte, okay, ich muss jetzt abbrechen, sonst wird das nichts mehr. Und ja, tja, so ist es gekommen, dass ich dann Anrufe vom Finanzamt bekommen habe und die gesagt haben, jo, wir wollen jetzt das Cash, was ist los? Wo ist das Cash? Aber bevor ich weiterrede, treffen wir mal kurz ein paar Körbe. Warum nicht? Ein paar Körbe. Ich jetzt treffe, ihr seht ja den Korb, oder? Wenn ich jetzt treffe, werde ich es hier rausschaffen aus dieser Situation. Er wird nicht treffen. Meine Wünsche erfüllen. Er wird nicht treffen. Aus dieser fucking Scheiße raus. Und ja, ich habe sogar Anfragen bekommen, dass ich in eine Insolvenz soll jetzt. Und, oh nein, Insolvenz wird sich gar nicht bocken. Ja, das ist. Ups. Also, ich habe keinen Bock auf Insolvenz, Digga. Ihr müsst reinzappen. Lost. Ich glaube, das ist der nächste Step vielleicht, wenn mir nichts anderes einfällt. Ich habe auf jeden Fall jetzt so ein Konto aufgemacht, wo ich nur so 1000 Euro im Monat benutzen kann. Ich kriege ja noch so ein paar Einnahmen von YouTube. Also, wenn ich eure Frage beantwortet habe mit, was war wirklich der Grund, dass ich 100.000 Euro ausgegeben habe, so. Da war es nicht irgendwie, dass meine Ex-Freundin mit mir gewohnt hat und sie mich auseinandergenommen hat. Sie hat mich einfach nur kopftechnisch gefickt, so. Und nicht geldtechnisch. Okay, Leute, ich mache jetzt den Wurf. Also, er hat das meiste Geld laut seiner Aussage für sein Penthouse ausgegeben. 2.000 Euro Miete. Wie lange war er dann da drin, Bro? Are you ready? 100.000, wenn er jetzt 2-3 Jahre da drin war, kommt er noch lange nicht auf 100.000, auch nicht auf 50.000. Ja, aber klar. Wenn er das nicht mit Absicht gemacht hat, dann bin ich ein Bastard. Ich hab geairballt. Ich hab nicht mal den Korb getroffen, Digga. Ich muss mal voll reinkommen, Digga. Wenn ich werfe, sieht man meinen Bauch fast, Mann. Das ist voll kacke. Tun wir so, als ob... Hello, Darkness, my old friend. Ey, wenn ich mir jetzt auch ein bisschen lustig mache, Chat, mir tut er wirklich leid. Und das wünsche ich wirklich keinem. Aber habt eure Dings im Griff, eure Steuern, dies, das. Du bist selber schuld, Bro. So, was willst du hören? Wenn du selber schuld an deiner Sache bist, was willst du hören? Soll ich jetzt rumheulen? Soll ich dir in den Kommentaren einblasen? Du bist selber schuld, Bruder. Das wisst ihr auch selber bewusst. Gib Gas und du holst das schon wieder rein. Ist so. Ja, Chuck Bishirk. Es ist, wie es ist, Digga. Alijan, danke auch für dein Sub. Du bist der erste Wurf, okay? Also ganze Stress hat auch einfach dazu geführt, dass ich so zugenommen habe und so auch. Also wenn ihr seht... Ja, zunehmen Bock nicht, Digga. Ich bin auch dabei, wieder abzunehmen. Ich habe echt zugenommen, Alter. Aber ich glaube, wenn ich so jetzt Gas gebe und mich doch konzentriere, da rauszukommen... Er hat doch gesagt, dass er für seine Kollegen, die mit ihm gewohnt haben, im Penthouse alles mitbezahlt hat. Ah, okay, na gut. Um dann weiterzumachen und euch mitnehme, dann funktioniert das. Dann habe ich immer noch meine Leidenschaft damit drin. So, bei mir ist derbe schwer, dass ich zum Fitnessstudio gehe oder so. Ich war eigentlich leidenschaftlicher Sportler immer so. Gar keinen Bock so auf Gewichte und so ein Shit. Ich habe so viele Briefe nicht gekriegt, weil ich so oft umgezogen bin. Ich habe ja immer so nie das Gefühl gehabt, dass ich zu Hause bin irgendwo. Für meine Musikvideos damals, also für Komme klar, hat das Label 8.000 gezahlt. Da habe ich nichts im Spiel gehabt mit Geld oder so. Das hat das Label gemacht. Für Sag mir bitte, haben wir selber Sachen gezahlt. Für Emma auch. Für KIs und Komme klar war auf jeden Fall das Label da. Na gut, dann haben wir das Video durch. Danny, ich wünsche dir alles Gute, Dicker. Ich wünsche dir alles Gute und dein Video hat hoffentlich auch den Leuten geholfen, dass die Message da ist, dass ihr eure Freunde sorgfältig aussuchen sollt, dass wenn ihr selbstständig seid, euer Geld sorgfältig benutzen sollt und eure Steuern zahlen sollt, dann kriegt ihr auch diese Probleme nicht. Mehr Mitleid kann ich dir auch nicht geben, Bruder. Das Video ist auf jeden Fall verlinkt. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hab's auch geliked, okay, an der Stelle. Liebe Grüße an Danny.